Carver ist bei uns und wir müssen uns verteidigen. Und damit herzlich willkommen zurück zu The A lot of Walking windows, Dead. though. It's fucking huge. Bill's gonna hate it. Now the rest of them could be anywhere. Oh, ob das so eine gute Idee ist. Man, how the fuck are we gonna cover these guys and look for them too? Johnny, cover that window. Verräterin. Oh nein. Los. Sie werden gefesselt. Carver, du Schwein. Listen, I'm only gonna ask you once. Where's Rebecca? Sarah, look at me. It's gonna be okay. Rebecca! Rebecca! Our baby deserves to be raised in a place of safety. I know you're out there. Alvin, Luke, and the girl. This is real simple. You want this over quick. You all play nice. And show your faces. Please! He'll kill him. No, Alvin. We gotta go down there. I can't do that. Beck, the baby. You need a doctor. No. Wir müssen Carlos helfen. We have to help Carlos. Only way to help him is to do what the man says. What about Luke and Kenny? Look at those guns. We start shooting and people are gonna die on both sides. Clem can sneak out. Find Luke. What the hell is she gonna do? And you heard him? Carver knows she's with us. Just stop! Don't hurt my dad, please! We're going down there. He'll kill you. Fuck you! Shoot him! Somebody just shoot him! Clem, go get help. He'll kill him, Beck. He'll do it anyway. Was sollen wir tun? Say goodbye, Carlos. Don't look, Susie. Don't look. Dad. Ich werde Luke und Kenny finden. Aufgeben? Aber wenn wir aufgeben, sind wir ganz verloren. Luke und Kenny finden. Oh Mann. God damn it. Never did listen. Hurry. Let's see if I can get your attention. Bitte nicht. Wir müssen uns beeilen. Und zwar ganz schnell. Hoffen wir, dass er ihn nicht umbringt. Wo sind die denn? Da ist Kenny. Scheiße. Oh nein, hoffentlich sehen die uns nicht. Er steht da, aber er sieht uns wohl nicht. Oh Mann, 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 Mann. Was werden wir tun?
Nein, sie ergeben sich. Ich weiß es nicht. Wir sollten Luke finden. Oh nein. Nein. Walt. Oh my God. That's for our man. Now I didn't want to do this. But you ain't leaving me much choice. So here's what's gonna happen. I'm gonna march another one of your friends out here, and I'm gonna put a bullet in the back of their head. Or you can give up now. It's your choice. Motherfucker. Kenny, das bringt nix. Kenny, over there! I help him. Bill, no! Tell him to stop! Kenny, stop! Alvin! Damn. It's a tough shot. Oh, man, ja. Clem! Erschieß ihn, aber bitte den richtigen. Shoot him! Ja! Genau so läuft das. Was, der lebt? Der lebt noch? Nein! Rebecca, don't look! Just don't look, Rebecca! Oh my God! Oh my God! Der lebt noch, das darf nicht sein! I can keep this up all night! Sarita! We're coming out. Let's go. Nein. Where's Luke? Finally cut and run, huh? Why am I not surprised? I warned you. I warned you not to follow him. Look where he's led you. But you're safe now. We're going home. As a family. All right, round them up. We're heading back to camp. Wir stecken richtig tief in der Scheiße und haben zwei von unserer Gruppe verloren. Das nächste Mal bei The Walking Dead. Son of a bitch would have shot Walt no matter what we did. Well, I ain't going out like that. Not without a fight. Yeah, I know. The folks are sore over what happened. Let's remember, these are our brothers and sisters, and they all have a vital role to play in this community. They strayed from the flock, yeah. That don't mean they can't earn their way back into the fold. That don't mean we can't find it in our hearts to forgive them. Knowing full well, those who choose not to accept our love surely wish that they had. A storm is on the way. Oh Mann, das wird ja immer schlimmer.
ich glaube, der Lichtblick lässt noch eine Weile auf sich warten. Und es sah irgendwie so aus, als wären wir mit Carver mehr oder weniger befreundet. Oh Mann, ich hoff's nicht. Meine Entscheidungen. Freundschaft. Hast du die Verantwortung für Sarahs Foto übernommen? Wow, weniger als die Hälfte haben das gesagt. Die haben gesagt, dass Sarahs war. Okay. Treue. Mit wem hast du beim Essen gesessen? Also, bei wem? Ja, die meisten bei Kenny, weil den kannte man einfach schon so lange. Ehrlichkeit. Hast du Walter die Wahrheit über Matthew gesagt? 74% der Spieler haben Walter die Wahrheit gesagt. Er hat's verdient. Und er hat ja auch vergeben. Und er war extrem stark. Er hat ihm ja sogar noch das Leben gerettet, Nick. Extrem. Vergebung. Nicks Schicksal. Du und 48,2% der Spieler haben Walter überzeugt, Nick zu vergeben. Okay. Tapferkeit. Bist du gegangen, um Kenny zu suchen? Du und 54% der Spieler haben sich von Kenny helfen lassen. Ja, war aber nicht unbedingt die super Hilfe, denn wir haben 2 Leute dadurch verloren. Oh Mann. Sogar der liebe Walter haben wir verloren. Und der war ja wirklich nett. Scheiße. Ja, und das war's mit der 2. Episode von The Walking Dead Season 2. War kürzer. Kam mir auf jeden Fall kürzer vor. Und ja, wie soll ich sagen, genauso emotionsvoll und krank, traurig, wie man es halt von Telltale Games gewohnt ist. Und es sieht nicht besser aus. Es sieht wirklich nicht besser aus. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die 2. Episode gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei The Walking Dead. Bis dann. Ich lasse euch die Credits noch laufen. Bis zum nächsten Mal. Shiver.